Hallo PlayStation Allstars Battle Royale Fans, heute spielen wir wieder eine weitere Runde im Solo-Spiel Arcade-Modus und ich schnappe immer den Raiden, weil er sich schon mehrmals gewünscht wurde. Ja, angezockt habe ich ihn vielleicht mal Multiplayer, wie ihr sehen könnt, Level 2, aber wir gucken jetzt gleich in die Story rein und starten dann sofort ins Spiel. Natürlich spiele ich diesmal auf Allstar, weil ich weiß, dass Raiden ziemlich was drauf hat. Wollen wir mal schauen, wie sehr er was drauf hat und wie sehr man da sich reinfuchsen kann, wenn man ihn denn noch nicht wirklich gut beherrscht. Being sent on another mission. Someone is bringing a bunch of people together. No one knows why, but it doesn't sound good. Not sure they need my help or want it, but from what I can tell, there's a force here bigger than anyone's imagined. One way or the other, I'm going to find whoever's behind this. I don't think he's going to make it easy. Fine by me. I've never liked it when things are too easy. Okay, er hält sich für eine Art Superheld, will die Schutzlosen beschützen, die sich nicht beschützen können und ist deswegen hier, um die Leute zu retten, zu beschützen, vor wem oder was auch immer. So genau wird das hier ja nie betitelt. Das ist auf jeden Fall seine Aufgabe. Ich hoffe ja mal, dass bald die Demo für Raiden Revengeance, da Metal Gear Revengeance, bald in den deutschen Shop kommt, weil die will ich mir unbedingt mal angucken. Die gibt es leider momentan nur im japanischen Shop. Das wird bestimmt ganz interessant, vor allem das eigene Spiel. Das, was ich bis jetzt gesehen habe, war auf jeden Fall interessant. Ja, was hat er hier auf Viereck? Hat er ganz viele tolle Schläge mit seinem Messer, seinem Katana, was halt auch das Hauptteil ist von dem Spiel, was bald rauskommt, weil man da alles so zerschnitzeln kann, was so richtig cool ist. Das hat er auf Dreieck. Okay, auf Dreieck holt er irgendwie. Ne, er nimmt sein Schwert an Fuß, kann das sein? Sieht so aus. Okay. Was macht er auf Kreis? Macht er. Oh, ja, komm, lass mich doch mal in Ruhe. Okay, auf Kreis macht er seine Dashes. Ah, okay. Er hat ziemlich krasse Kombos. Das ist halt das, was ich so stark finde an meisten Charakteren. Was mir an anderen wieder fehlt, dass die halt keine Kombos haben. Und er hat hier eigentlich anscheinend fast auf jedem Kombos. Dafür hat er halt keine Fernkampfattacken wirklich. Und das habe ich jetzt noch keinen gefunden. Denn sein Einsatz ist relativ stark. Lol. Wenn er nicht abgebrochen wird, dann ist er ziemlich schnell und auf Nahkampf. Und AOE. Da kann man richtig gut was rausholen mit dem. Deswegen ist Raiden halt auch so ein starker Charakter, weil er halt so viele Kombos hat im Nahkampf und weil er halt auch so einen starken Einser hat, womit dann, wenn man zielen kann, gut die Leute holen kann. Aber, dass ich mich hier von Ape ein bisschen verkloppen. Na komm, ja lauf doch rein. Genau. Na, daneben. Schon wieder daneben, ey. So, momentan führe ich noch 1-0. Das kann auch schnell wieder vorbei sein, wenn er gleich zünde. Na. Ah. Wusste gar nicht, dass das so abbrechbar ist. Ist aber gut zu wissen, dass wenn man wieder gegen Raiden kämpft, muss man am besten gar nicht weglaufen bei seinem Einsatz, sondern einfach draufhauen. Unterbricht man ihn nämlich relativ schnell und stark. So. Der Zweier ist richtig hart von Raiden, weil da hält er alle fest und brutzelt dann alle, die er da gehabt hat. Mal schauen, wann und wie ich das auch noch zeigen kann. Nein! Lol, hab ich ihn abgebrochen mit meinem Einser und er mich? Oder wie war das jetzt gerade? Lol, macht das viel ab, die 35, ey. Eine Attacke. Und jetzt habe ich ihn abgebrochen. Ja, komm. Oh. Oh, ich habe schon irgendwie länger nicht gespielt. Und ich habe ihn vor allem. Ihn noch erst recht nicht viel gespielt. Ah, komm, jetzt ist er auch ausgewichen, aber es sollte es gelaufen sein, weil. Ich habe einen Kill gemacht, er hat keinen gemacht, weil ich ihn jetzt nur abgebrochen habe. Danach hat er mich auch nur abgebrochen. Im 1-on-1 ist halt das Abbrechen relativ stark. Deswegen muss man schauen, dass man im 1-on-1 vielleicht auch eher auf 2 geht.
Weil wenn da jemand spielen kann, dann bricht er einen wahrscheinlich zu 90% jedes Mal ab. Aber wenn man natürlich mit mehreren Leuten spielt, kann man da gar nicht so drauf achten. Das heißt, es ist da schon fast sinnvoller, dann den Eiter zu mitzünden, zumindest ist jetzt bei Raiden. Wenn man halt nicht einen Charakter hat, der vielleicht einen guten Dreier hat, wo man vielleicht mehr als drei Kills sogar machen kann. So, was haben wir hier vor uns? Toro. Ja, noch nicht genau. Was hab ich da gemacht? Auch gar nichts getroffen hier. Nicht wirklich. So. Toro blockt da nur. Irgendwie was Kohl da unten macht, weiß ich auch nicht so hundertprozentig. Hier fliegen, Toro. Schon ein kleiner Nachteil, wenn man gar keinen Range hat. Weil da wollte ich gerade zünden. Block ich halt. Warte. 100% Kill. Ja. Da muss man aufpassen. Wenn man da runterfällt, man ist doch nicht tot, aber man ist gestunt. Und wenn da jemand einen Einser hat, dann hat er natürlich einen 100% Kill. Sollte man auf jeden Fall auch nutzen. Und das Tor schon wieder drauf gegangen. So, er hat aber auch Level 1. Böser Cole. Ja, also dieses Festhalten bestimmt, das war nicht so hart. Aua. Ja, also ein bisschen aufpassen muss, wenn man hier unten auf den Käfig haut, dann kommt da AP raus. Da muss man ein bisschen aufpassen. Na gut. Eigentlich muss man auch auf bösen Cole aufpassen, aber ja. Eigentlich ist sein Einser ja nicht so ultra stark, aber wenn man halt wie so ein Trottel da drin stehen bleibt. Er ist auch schon wieder. Die sind schon beide wieder Level 1. Wow, ich hätte fast da unten gezündet ausgesehen. Lol. Einer ist weggesprungen und einer nicht erwischt. Und jetzt erstellen sich die NPCs ja doch gar nicht so. Nein! Ich hatte gerade eine Attacke gezündet. Ich kam nicht weg. Oh. Manchmal stellen die NPCs sich ja doch nicht so dumm an. Aber es sollte auch zu erwarten sein, noch eine höchste Schwierigkeitsstufe. Ich will gar nicht wissen, wie die längste Schwierigkeitsstufe ist. Reicht es da mit einer Taste? Kommt man da überall mit durch? Hä? Ich habe sogar gerade zweimal Level 1 gemacht. Also. Och, jetzt wurde ich schon wieder angebrochen. Ich weiß noch nicht genau, wann ich in so Situationen nicht den Einsatz zünden kann von ihm und welchen nicht. Aber sie stecken auf jeden Fall richtig gut ein. Man kann richtig gut AP mit dem machen. Finde ich. Es geht richtig fix. Na, schon wieder 66 AP. Und Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Nein. Ich versuche gerade noch bis 2 zu kommen. Aber ich weiß nicht, ob ich das in der kurzen Zeit noch schaffe. Bisschen besser Ziel. Level 2. Und jetzt habe ich ihn nämlich hier fest. Und jetzt. Oh! Oh, gut. Aber es ist ein relativer 100% Kill, weil man da so festgefroren ist. Dann kann man nämlich mit dem Schwert die Gegner one-hitten. Ist halt ziemlich hart. Vor allem, weil es halt richtig weit geht auch irgendwie. Deswegen finde ich den Zweier vom Raiden eigentlich fast noch härter. Wenn jetzt noch so die Range hätte wie Kratos oder so, dann wäre der übelste OP-Mongo ever. Glücklicherweise hat er keine Range-Attacken, das wäre auch echt der Overkill. Der richtige Overkill. So, was haben wir hier? Big Daddy, Jax und Nariko. Ah, Jax. Jax wollte ich glaube ich auch bald mal spielen. Das ist glaube ich auch gewünscht. Nariko Heavy Sword. Ich glaube, ich hatte das Spiel damals bei der PlayStation dabei. Aber ich habe es nie wirklich gespielt, weil ich zu der Zeit mir GTA geholt habe, glaube ich. Dann habe ich eigentlich nur noch GTA gezockt. Oh, eine Axt. Die Axt ist vielleicht noch etwas besser als die Attacken von Raiden, um AP zu generieren. Lol, das hier war schon vorbei. Die ging schnell, der. Ja, Block. Und jetzt hat der den Raketenwerfer aufgenommen, aber das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Da, wie schnell die AP hier fliegt, ey. Jetzt haben wir wieder mein Level 2. Sobald die einmal kuscheln, kill ich sie wahrscheinlich alle. Naja, jetzt kuscheln sie ja nicht. Sie sollen sich nicht gegenseitig wegstarren. Jetzt muss Jax noch hochkommen und dann zünden. Wisst ihr?
alle festgedingst. Ja, ja doch, alle drei geholt. Ist überhaupt nicht OP, der Scheißteil. Dass man dagegen gar nichts machen kann. Wenn man nah dran ist und gekuschelt ist, ist es vorbei. Keine Ahnung. Finde ich OP. Habe ich auch schon mehr zum Multiplayer gehabt. Finde ich einfach zu stark, den Zweier. Der Einser ist okay, den kann man relativ leicht unterbrechen und der ist trotzdem stark. Aber der Zweier? No way. Kommst du nicht raus, wenn der andere dran... Den müsste man blocken können, wenigstens. Wow, was war das? Ja, da wurde ich da reingeschmissen in Jax. Ulti. Ja. Die fliegen. Nein, die geht ja gar nicht fliegen beim Wurf. Man reißt ihm dann nur die Wirbelsäule raus. Hier ist so ein Spiel auch mal. Nein. Bam. Nein, ey, was? Ich bin da reingesprungen. In der Rico. Na, naja, muss ja vielleicht noch mal ein bisschen gucken, was wir hier machen. Na, ja. Wollt ihr noch mal kuscheln? Wollt ihr? So. Jetzt kommen sie halt natürlich überhaupt nicht mehr zusammen. Habt ihr... Na egal, so noch 40 Sekunden. Das wird schon mal laufen. Oh, das ist meine AP. Na, jetzt sind wir gleich schon 3. Oh, wir machen mal 3. Das geht ja gar nicht schnell. Wird überhaupt nicht schnell. Und zünden. Ach stimmt, das habe ich schon mal gesehen. Jetzt sind sie so Metal Gear. Ne? LOL? Ah, man muss sie immerhin noch finden. Das ist ja schon ziemlich schwer. Leute, wie lange geht das? Da kann man, das ist wieder so ein Dreier, wo man die Leute... Der geht so lange, dass man die Leute selbst noch töten kann, nachdem sie gestorben sind. Das heißt, man kann, weiß nicht, 4-5 Kills machen. Alter, da hat er... Die fliegen. Ich bin mal gespannt, wer der One-on-One-Story-Gegner sein wird. Vielleicht Kratos? Hatten wir Kratos schon? Mal. Jetzt sehe ich auch erst, was er gerade gemacht hat in dem Slow-Motion. Wenn er den Einsatz nimmt, dann nimmt er auch das Schwert an seinem Bein und wirbelt damit halt durch die Gegend. Trollolol. So, was haben wir jetzt? Nächsten Drake zu Daniel und Kratos. Na, da gut, da war Kratos dann. Daniel auch. Nächsten Drake auch. Hm. Na, Rico war auch schon. Hm. Ja, von coolen Endgegnern fällt mir jetzt gerade keiner mehr ein. Naja, nicht direkt. Werden wir dann gleich sehen. So, Lokoroko. Lokoroko, ab dafür. Wenn es der abgedrehteste Level, die es hier gibt, ey. Nicht unbedingt mein Lieblingslevel, aber es ist eher vom Artdesign relativ cool. Nein. Wo ich da reingelaufen bin. Mit Fliegen. Vielleicht mache ich nachher noch so Daniel in einer kurzen Runde. Weil den werde ich mit Sicherheit nicht auf All-Star spielen. Ne? Da habe ich echt keine Lust. Den mag ich überhaupt nicht, den Typen. Nein, das ist ja cool. Dann kann man so einen Backflip machen. Noch mal gut in die Luft reinhauen. Ich muss ja sagen, ich habe ihn ja auch noch nicht wirklich drauf und trotzdem generiert man ja AP ohne Ende und macht Kills ohne Ende. Der Charakter ist einfach nur behindert OP. Erzählt mir, was ihr wollt. Boah, das ist ja klar. Weiß ich nicht, was sie bei der Balance bei dem Spiel hier kaputt gemacht haben, ey. Vor allem, weil es geht ja halt nur um diese Kills. Würde es vielleicht noch irgendwie so einen HP-Modus geben, wo man denkt, dann wäre das vielleicht so noch fairer, wenn man da auch mit anderen Charakteren was reißen könnte. Das fasse ich nicht auf. Aber wenn es halt wirklich nur um die Kills geht und dann so Leute da sind, die so krass AP generieren, die so krasse Kombos haben, die so krasse Finisher dann noch dazu haben, ist doch einfach immer unnormal. In der Level 2, auch Daniel. Ja gut, der muss auf das Level 2 gehen, weil der Einsatz von ihm richtig geil auf ist. Nein, nein. Ja Gott, die haben geblockt da, ey. Bin nicht mehr weggekommen. Was? Ich dachte, die wäre Level 2, aber ich bin irgendwas der Level 1 geworden.
Da kommt man hier mal aus dem Gewusel auch wieder raus. Ah. So. So, jetzt gehe ich hier gleich unten. Wo kommen wir denn hier? Nee. Hä? Der Daniel hat das, weil Dace and Drake wieder gezündet hat, oder was? Na egal, machen wir halt nochmal den hier. Gut, da war jetzt nur der eine gestunt, aber ist doch okay. Man kann ja nicht auch noch stundenlang danach weiter rumlaufen. Ist okay. Weiß ich nicht, wenn man den auch noch beherrschen würde, ey. Es wäre so pervers. Dass der fliegen würde, will ich gar nicht wissen, ob ich Taschen nimmt ab. Mein Überblick ist ein bisschen leicht verloren gegangen. So. Daneben, daneben. Oh, die gerade alle zünden bei den letzten 10 Sekunden ohne Ende. Da. Mal eine Frage, hat sich echt irgendjemand das letzten Teil in 1080p angeschaut? Weil ich muss ja sagen, dass 1080p jetzt nicht wirklich viel irgendwie besser aussieht als die 720p. Aber es ist halt, das Spiel ist nur in 720p, kann man nur halt nichts wirklich machen. Ja, Sweet Todd Reddick und Sackboy. Sweet Todd Reddick und Sackboy. Alles so Charaktere, die mir nicht so taugen. Definitiv nicht. Obwohl Reddick ziemlich stark sein kann. Oh, mein Akku ist bald leer. Na, ich spiele jetzt einfach, bis der leer ist. Und dann kann ich nicht Start drücken, wenn wir mit einem Endgegner. Ich sehe schon gleich kommen. Ja, dann muss ich gleich nach der Runde einmal kurz das Kabel suchen. Ne? Aber ich glaube, es hängt sogar in der PlayStation drin. Ich muss gleich mal reinstecken. Schuhe aufgenommen. Schnitzel, Schnitzel, Schnitzel. Lol, der ist Level 1. Wieso ist der Level 1? Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Wow, wow, wow. Da wird halt einen geholt. Da sind wir auch Level 1. Na, das ist gut. Nur jetzt zum Beispiel. Lol, Sekwa hat's überlebt. Bam! Mit der... Was ist das? Eine helle Bade. Kann ich dazu sagen, oder? Nein, nein, nein! Ach, verdammt! Wenn man sich direkt vor ihn stellt, das ist natürlich auch ein bisschen dumm. Ja, ausweichen wir nach hinten, nach hinten, nach hinten, nach hinten. Hinters Feld, hinters Feld. Hinters Feld, hinters Feld. So, geht fliegen. Werfen. AP saugen. Level 2 sein. Und OP saugen. Ach, lächerlich, Leute. So lächerlich. Ja, ganz ehrlich, ich finde Reddick und Kratos sind, wenn ich es mal so sagen würde, Noob-Charaktere. Weil sie so stark sind, so overpowered. Oh, Dante. Ja, Dante spiele ich gleich mal im Multiplayer. Wurde sich gewünscht, habe ich ja schon im Singleplayer gemacht, meine ich. Habe ich, ja. Ist heute, glaube ich, rausgekommen, das Spiel. Ich muss noch ein bisschen warten, bis die PC-Version kommt. Und dann spiele ich dann auf jeden Fall gleich mal im Multiplayer, weil ich gewünscht wurde. Ich nehme mal ein bisschen mehr Spiele. Kann man natürlich machen. Und das ist das Kill-Ding. Ja, Kill-Ding ist immer so eine Sache. Das kann auch richtig schnell vorbei sein, wenn ich aufpasse. Und natürlich auch darauf an, wie sich die NPCs killen lassen. Eins der gammligsten Level. So, Level 1. Jetzt bin ich nach oben gekickt worden oder was? Abgebrochen. Oh, da ist ein Fisch. Sie sind weg, ich muss hier weg! Ja, sie stand nicht da oben fest. Wehe, jetzt zündet jemand jetzt. Das wäre echt problematisch geworden, ja. So, gehen die beide jetzt runterfliegen? Ja, tun sie. Haha, Doppelkill! Nein, ich bin jetzt aber auch da oben festgestanden. Trotzdem habe ich einen Doppelkick gemacht. Weil das eine Rakete. Nein, nein, nein. Na komm, nicht Torte bitte jetzt gerade. Ist gerade schlecht. So, jetzt haben wir Level 1. Na, ich komm nicht zum Zünden. Jetzt. Und vorbei.
Weil wieder immer noch diese Pfeile sind. Bling, bling. Wie schnell geht denn das mit dem Level hier? Ich war da gerade Level 2, jetzt ist der schon 23. Boah, das geht richtig fix. Das ist schon der Story-Gegner. Das geht richtig fix heute, Leute. Und das auf Allstone. Das müssen wir traden. Mal gucken. Ach. Der gute Kohl. Ich will wissen, ob du ein Conduit bist. Obwohl, wenn ich dich so ansehe, erübrigt sich die Frage. You sound like you're looking for someone. Is it me? Ich frage nur, ob du auf meiner Seite bist. Es zieht nämlich ein Sturm auf. Und da weiß man lieber, wer seine Freunde sind. I said I'm here alone. I'm not your friend. Tja, zu schade. Ich bin nämlich ein guter Freund. Aber du hast deine Seite gewählt, also bleibt nur noch eins zu tun. Tja. Raiden ist also nicht auf der Suche nach neuen Freunden. Er ist ein Einzelgänger. Und jetzt versuchen wir Cole im 1-on-1 zu besiegen. Keine Ahnung. 1-on-1 ist immer so eine Sache, gerade mit dem schönen NPC. Ich weiß nicht, ob ich mit dem Einzel überhaupt zünden soll, weil wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Deswegen werde ich erst mal versuchen, noch in 2er zu gehen. Mal gucken, wie es in der ersten Runde klappen wird. Bin nämlich nicht hundertprozentig der Meinung, dass das jetzt klappen wird. Was ist das auch für ein Arsch? Wenn man gar keine AP hat. Ey! Lass mich. Ey, ich blocke doch! Was soll denn da? Was geht mit dir? Wenn man noch gar keine AP hat und dann die ganze Zeit blockt, dann kann man den, wenn man den dann wirft, dann bringt einem das gar nichts. Man generiert letztendlich keine AP. Wow. Das Problem ist, wenn man seinen Charakter nicht so gut beherrscht, wegen so einem starken NPC Monomon, das ist böse. Das ist richtig böse. So. Muss ich mir jetzt ein bisschen konzentrieren. Haben sie eigentlich das genervt, dass man so weniger AP macht, wenn man sie wirft? Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass es am Anfang mehr gewesen wäre. Aber das kann auch subjektives Empfindung sein, also bin ich mir nicht sicher. Ich finde es echt schlecht, dass man, wenn man ein Patch kam, nicht... Boah, bei allem an! Ich komme nicht weg, ich drück blocken! Was soll denn der Scheiß? Was ich... nicht mag, dass wenn Patches kommen in irgendwelchen Spielen oder so, dass man nicht irgendwie Patch-Notes hat, die dann wirklich gut aufgelistet sind, was sich denn geändert hat. Das würde ich mir echt mal bei vielen anderen Sachen wünschen. Scheiße. Das ist ein fast 100% Kill, das wollte ich sagen. Ja. Ich muss aufpassen, dass er nicht so viel AP generieren kann. Dann kann ich das gewinnen. Turnus liegt auf Kann. Er springt weg. Jetzt zünde ich. Und mich auch mein 100% Kill. Bin wegen der Action hier. Ja. Ne, schafft man nicht. Da nochmal einen Kill rauszuholen. Jetzt müssen wir gucken, wer hier die meiste AP generiert. Er springt aber so viel rum. Es geht mir auf die Eier. Und ich habe ehrlich gesagt den Kampf in der Luft mit Raiden noch kein bisschen drauf. Weil ich da echt noch nicht weiß, was er kann. Oder was ich da am besten machen soll. Kreis, dann charge ich halt durch die Luft. Oh, das war gut. Aber er hat schon wieder trotzdem viel mehr AP generiert als ich. Das ist nicht gut. Oh, jetzt ist Level 1. Da hätte er mich auch töten können. Wenn er mich da festfriest, kannst du auch eigentlich auch mit dem Einser von Kohl gut schnell zünden. Das habe ich meins von Kohl nämlich auch gemacht. Als ich hier den Level-Gegner hatte, habe ich ihn immer gefriest und damit eins gezündet. Das ging eigentlich relativ gut irgendwann, wenn man es drauf hat. No. Einsatz ziemlich bei dem nicht, kannst du vergessen. Da, das passiert nämlich, wenn man im Einsatz nicht gefriest zündet mit Kohl. Und genau deswegen will ich es auch vermeiden, im Einsatz zu zünden. Weil ich keine Lust habe, dass er mich einfach abrichten, das im Grunde genommen für den Arsch war. Versuchen, den niedrig AP zu halten, damit er mich gar nicht erst auf die Eier gehen kann. So. Ah, na gut, das war eine krasse Kombo von ihm. Und tschüss. Lol. Er ist zwar ausgewichen, aber es hat ihn nicht viel gebracht. Ja. Das geht nicht. Sich nicht aus von der Zeit. Gut, haben sie. Nein! Dann haben sie doch gut von der Zeit gearbeitet. Verdammt, ey. Wie soll ich mich da jetzt killen lassen? Das wäre echt cool. So. 70 AP generiert. Krass. Ja, schieß halt noch mehr. So.
gegen Range kann ich halt nicht viel machen, weil Raiden muss in den Nahkampf. So. Nein, ausweichen. Wow. Man muss auch ein bisschen aufpassen, wenn man halt diese Kombos, ganzen Kombos hat bei den Charakteren. Dass wenn man in der Animation steckt, dann kannst du halt nicht ausweichen. Das ist, glaube ich, der große Nachteil an den ganzen Kombos, die die Charaktere haben. Wenn man das ausnutzt, dann hat man ziemliche Probleme. Und tschüss. Ja. First try, first kill. Das sagt viel über Raiden aus, meiner Meinung nach. Ja, fortfahren. Ab dafür. Geht ja hier durch wie Butter, würde ich sagen. Aber richtig wie Butter. Ja. Was kriegen wir jetzt? Jetzt Boss-Level. Mal gucken, wie schnell das vorbeigeht. Sollte aber eigentlich nicht unbedingt problematisch werden. Warum nicht? Was haben wir hier? Böser Kohl. Daneben. Ja, wo schießt der denn hin? Oh. Na, jetzt hat er das Item offen. Kann man das eben eigentlich auch wegwerfen? Ich will ausprobieren. Ne, das behält er. Das ist ein Buff, der einfach drauf ist wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob ich im 1er jetzt gegen ihn auf 1 gehen soll. Schon zünden soll, aber ich glaube, er bricht mich ab. Oder weicht einfach aus. Das sehen wir jetzt gleich. Toll. Na, ist doch nicht ausgerechnet. Steigt. Na gut, er hat gerade die Granate geworfen. Kann er eigentlich auch nichts für. Oh, wir hätten vielleicht ausweichen sollen. Mittlerweile kann ich das ja ab und zu. So, warten, bis die kommen. Item aufnehmen. Und go. Ah, komm. Nein, Alter, dieses scheiß Leech-Item. Ich muss weg. Na komm, ist gleich weg. Ja, jetzt ist es weg. Leech-Item kann auch richtig hart sein. Wenn man da richtig viel AP verlieren kann, dann richtig krass generieren kann, wenn man dann noch auf die Klappe kriegt. So. Ja, da wollte ich gerade zünden. Hab ich einen mitgenommen. Für Daddy. Toro noch. Und dann ist abgelaufen. Oh, dann nochmal Schuhe. Toro lässt sich aber auch gerade bedrängen, ne? So, hier. 100% Kill. Na gut, er hätte euch vielleicht noch ausweichen können. Aber war wohl nicht drin. Jo, der frisst und frisst und frisst. Mal gucken, ob wir das hier echt flawless hinlegen, ey. Bin ich einmal... Ja gut, gestorben. Ich glaube, ganz am Anfang habe ich, glaube ich, einmal... Ja, ich bin mehrmals, glaube ich, gekillt worden, aber... Wie viel? 155, 199, 224. Alter, habt ihr das gesehen? 224 AP gemacht, weil ich die drei so krass gedrängt habe, ey. So heftig. Und tschüss. Lächerlich, lächerlich. Und es liegt nicht daran, dass ich so toll bin oder mit Raiden so viel drauf war. Kann mir keiner erzählen. OP-Charakter, meiner Meinung nach. Was ist eure Meinung zu Raiden? Schreibt es mir unten in die Kommentare, ansonsten sehen wir gleich die Endstory und sonst. Denn, ja, sehen wir uns wieder in den nächsten PlayStation All-Stars Folgen. Wir haben ja noch ein paar Charaktere. Wir können ja noch ein bisschen Multiplayer spielen. Macht auf jeden Fall Laune. Oh Mann, ey. Das soll es dann aber gewesen sein zu Raiden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns, wie gesagt, wieder in den nächsten Folgen. Aber jetzt noch die Endstory. Bis dann, Leute. Target's been neutralized, and so have those who stood with it or against me. I don't know what good I did there. I guess some people
having to deal with it. I'd like to think that was it. The last mission. Time to go home. But there's always someone who needs protection. Someone who can't help themselves. Someone I can help. As long as they're out there, there will be no end to the fighting. Not sure that's a bad thing. After all, that's what I was built to do.